Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hypovolemia. So, ich habe was Cleveres gemacht und zwar habe ich in den Quest-Log geguckt und wir haben hier die Möglichkeit, Offering More. Und zwar in diesem Tab hier, Some Help for Once Ahead. Und zwar kann ich hier 10 Build Slates geben für 12 andere Runen, die, also wir sparen quasi zweimal in Build Slates, für 5-mal Rune of Augmented Capacity und einmal 8 Runen auf Dislocation. Das nehme ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich das mal vorbereitet. Ich wollte eigentlich einzeln craften, dann habe ich einen Quest gesehen und mir gedacht, Alter! Ja, und jetzt wollte ich eine neue Spitzhacke, denn die ist mir beim Steinekloppen, beim Rumeideln kaputt gegangen. Und das recht früh. Und deswegen habe ich ganz lange mit der bloßen Hand auf Steine gekloppt. Deswegen habe ich nur so wenige. Das ist echt sau ärgerlich. Naja. Gibt Schlimmeres im Leben. So, ich brauche die Bisse. Was wollte ich tun? Eine Spitzhacke bauen. Das wollte ich tun. Ah, so. Einen hiervon? Nee, Quatsch. Ja, doch. Einen hiervon. Und Spitzhackenform. Sticks. Wir machen hier. Nee. Einmal rechts. Ja, du bist der Richtige. Halt, stopp. Erstmal Schlürf. So. Rein da. Wobei. Hallo? Wo ist dein Problem? Das ist dein Problem. Ich bin auch ein Held manchmal. Herrjemine. So. Und Strom. Ah, diese Kackdinger. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Warum sind die Dinger denn, oh, diese Kackstromleitungen so Redstone-anfällig? Jetzt habe ich nicht mal was zum Abbauen. Ah! Kackteil. So, nur aber. Mensch. Und noch eine. Danke. Schön. Mann. So, Runen 5. 5. Können wir auf jeden Fall erstmal. Uppa. Passen so viele überhaupt noch hier rein? Gottchen. Ja. So, Augmented Capacity. Da reichen 1004, 1006, 1008, 20.000. Natürlich jetzt gerade nicht. Klar. Und dann diese Runen. Dafür brauche ich aber mehr. Puh, kann ich hier. Kann ich daraus Speed-Runen machen? Das wäre äußerst gut. Sonst ist halt Speed erstmal nicht so wichtig. Das ist wichtig. Gute Frage, nächste Frage. So, dann würde ich für aber die Dislocation-Dinger. Oh, was nehme ich denn da raus? Nochmal Speedrun, es geht nicht anders. Nein! Ist da irgendwo Speedrun drin? Hier, ja. Eine noch. So, jetzt haben wir 22.000 Kapazität. Und. Hä? Ich bin verwirrt, warum? Ah, jetzt. Etwa 100 Millibuckets pro Sekunde. Das ist super. Das gefällt mir sehr gut. Das ist doch mal ordentlich. Nicht wahr? Sehr gut. Okay, damit kann ich schon mal sehr gut leben. Dann schmeißen wir uns mal schnell ins Bettchen hier. Alle hopp. Mit Schwung. So, dann haben wir meinen lustigen Lava-Crystal, den ich vorbereitet habe. Da ist er. Der braucht
10.000 Tier 3 für den Weak Activation Crystal. Fragt sich, kriegen wir denn die Weiner hin? Ich weiß gar nicht, ist der teuer? Ich glaube, der kostet irgendwie. Ich glaube, der kostet was. So, hopp. Okay, guck mal, die Weiner. Kann das Runes platzieren? Ist nicht so schlimm. 4 Diamanten, ein Emerald, das können wir uns nicht leisten. Das ist schade. Das heißt, ich muss die per Hand platzieren. Wie ätzend, egal. Das kriegen wir hin. So, was sagt das Questbuch dazu? Activation Crystal. Tada. Noch so viel Runen. So, einmal haben wir. Jetzt brauchen wir Ritual Stones. 16 Stück und einen Master Ritual Stone. Ritual Stones. Master Ritual Stone. 16. Was? Okay, 16 Reinforced Slates. Anstrengend. Habe ich überhaupt noch so viele Steine? Gott. Immerhin geht es inzwischen ein bisschen schneller mit dem Blut. Das ist. Du. Die können erstmal weg. Hier, ich musste mir übrigens im Nether musste ich mir einen Flinten Seal erschießen, weil mir ein Gast natürlich während meiner Spawn-Phase mein Portal kaputt geschossen hat und ich natürlich keinen Flinten Seal dabei hatte. Das war ganz typisch eigentlich. Das passiert mir immer. So. Was habe ich gesagt? 16, ne? 13. Schwupp. So. Das sind 12.000 LPs, die wir da brauchen. Du bist fiery. Ganz Skeleton. Fiery, okay. Oh, es hat den Treasure gedroppt. Was gibt's dafür? Bam! 3 Enderperlen, ein Emerald und ein bisschen Goldgeklöngel. Nice! So, 22.000 ist sowas von voll. Dann gib mal Gummi. Ich brauche dringend das nächste Tier, weil hier ist nämlich kein Platz mehr. Wir brauchen mehr Runen. Mehr Runen! Mit allem. Allem, was es gibt. Ja, es ist doch wieder extrem langsamer geworden. Wie schaut's hier aus? Hier können wir jetzt ja ordentlich abpumpen, wa? Ich weiß gar nicht, was der für eine Range hat vom Abpumpen her. Aber ich habe auf jeden Fall mal da eins verschwinden sehen. Das heißt sicherlich so im Radius. Ja, sonst müssen wir die Leitung ein bisschen länger machen. Es ist auch kein Problem. Kein Problem. So, Reinforced. Duppi, 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 duppi. Da brauchen wir nochmal mehr Runensteine fürs blöde Well of Suffering. Aber wenn wir den Well of Suffering erstmal haben, dann ist erstmal alles andere Schnurzwumpe, denn dann haben wir wirklich sehr viel unendlich Blut. Mehr als das blöde Gepeipe hier. So, wir brauchen, das sind 2000 pro und das sind dann nochmal 12.000. Ja. Und nochmal 12.000. Es ist krass, wie der echt nur so langsam runtergeht. Also nicht, weil es so lange dauert, sondern weil der so lange so schnell nachpumpt, wie er quasi umwandelt. Fast. Also er kann fast abkippen hier. Das ist schon mal interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. So. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen, was die Runen angeht, weil wenn wir jetzt natürlich über die 10.000 LP gehen in unserem Altar und dann aber eine Rune ausbauen, dann noch zu Tier 2 wird, dann verlieren wir natürlich die überschüssigen über die 10.000 LPs. Das wäre natürlich extreme Verschwendung, deswegen Obacht mit großen Altaren. So. Wie lange dauert es noch hier? Mensch, danke. So, aber immerhin können wir jetzt schon mal
die hier wieder ranlegen, denn gleich geht es hier auch direkt wieder los. Und alle hopp, ganz genau. Dann können wir nämlich die schon mal anfangen zu craften. Also dafür brauchte ich, glaube ich, eine ganze Menge Obsidian, oder? War das Obsidian? Ja. Oh, Kacke. 16 Obsidian, das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke. Gut, dann ist es halt so. Das heißt, es hin und her rennen. Oh yeah. Partei. Können wir. Oh, nee, wird der leer? Kann ich zwei auf einmal machen? Eigentlich sollte das gehen. Jo. Auch ein Wassertank. Aber ich habe gerade keinen freien Tank. Egal. So. Immerhin im Doppelpack. Das heißt, wir brauchen nur 8-mal rennen. Haha, toll. Egal. Bubbeldi. So, bubbelt es jetzt weiter? Es bubbelt weiter, ne? Das heißt, ich kann es einfach drin liegen lassen. Sehr schön. So, 6. Juhu. Aber es läuft sehr gut. Und ich muss sagen, wir sind jetzt Folge, ich weiß gar nicht, irgendwas um die 20 oder so. Und es läuft echt krass gut. Ich meine, wir kommen sowas von mega schnell voran. Finde ich echt geil. Macht Spaß. Macht mega Spaß. Und ich bin mal gespannt, was die Quests in A New Beginning noch geben, weil es sieht nämlich so wenig aus. Und hier finde ich die Quests genau irgendwie richtig, so richtig schon ausweitend. Das ist super. Wie viel haben wir jetzt? 8. Damit können wir schon mal craften. So. So und ein Orb. Flup. Wunderhübsch. Wunderhübsch. So. Wasser. Wisst ihr was? Ich mach. Okay, mache ich anscheinend nicht. Was soll's? Hier. Das Ding ist gleich leer, immerhin. Gut. Sehr schön, du bist leer. Das heißt, ich kann dich schon mal benutzen, um hier mal Wasser herzuholen. Hoppala. So, Shift M. Dann müssen wir nicht so viel rennen. Okay, und zurück. Wuppi, zack. Und hopp, hopp. Erstmal kurz den hier machen. Weg da. So. 4 fehlen. Nochmal 2 Ladungen. Gut, dass der Nether voller Lava ist. Das ist sonst auch nochmal eine echt teure Angelegenheit. Aber das ist okay. Dann brauchen wir nochmal, wie viel Obsidian zusätzlich? Nochmal 4 Obsidian. Ach ja. 7 und 8. Sehr gut, dann. Ja. Verkraften wir mal die kurz. Und. Du bist voll, ne? Ja, voll.
Gut, bevor ich mein Orb da rein tue, würde ich sagen, ich glaube, wir müssen noch einiges mehr an Slates machen, irgendwie. Glaube ich. So, erstmal 16 davon. Dann kann ich schon mal ganz kurz die fehlenden 4 Obsidian machen. Questbuch. Claim. Ups. Claim Reward. Dann muss ich echt in die Weiner machen. Boah. Wo kriege ich die kacken Diamanten her? Ey, so viel Kohle habe ich doch gar nicht. Soll ich die Kohle herkriegen? Uncool. Konnte ich nicht aus Enderperlen Diamanten machen? Nee. Konnte ich nicht aus Emeralds Diamanten machen? Nee, konnte ich Enderperlen draus machen. Haha, toll. Diamandos? Echt? Kann ich Diamantblöcke irgendwie machen? Na. Mist. Mist. Okay. So schon mal nicht. Schade. Wir müssen ins Bettchen gehen. So. Dann machen wir noch den Master in Blutologie. Und Master Ritual ist ein Orb in der Mitte. So. Dann hätten wir die. Ich brauche die Kreiden so oder so, aber. Okay, Diviner. Der Ritual Diviner. Gibt es da Unterschiede? Ja, ne? Einige sogar. Okay. Wir haben. Ich habe einige Emeralds, oder? Das nicht richtig treffen hier. Ja, toll. Wow. Zwei Emeralds. Ich brauche vier Diamanten. Vier Diamanten. Das sind 20 Kohleblöcke. 20 Kohleblöcke. Ich muss dieses Kohlefeld definitiv erweitern. Ich glaube, das, was ich zur nächsten Folge machen werde, ist versuchen, diese Kack-Kohlepflanzen ein bisschen hoch zu traden. Das wird sehr dringend nötig sein. Da versuche ich an die Kohle zu kommen. Und ja, ich würde. Ah, der hat eine Gun! Der hat eine Gun! Moment. Der will mich erschießen, die Sau. Revolver Drum, okay. Interessant. Sehr interessant. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.